Internet. Hallo hier im privaten Raum des World Wide Webs. Ich kann endlich mal ehrlich sein. Ich könnte mir stundenlang Spiegel-TV-Reportagen über ReichsbürgerInnen angucken. Wie die so wohnen, welche Waffen die besitzen, wie das Leben so außerhalb der Deutschland GmbH aussieht. Also ich tauch gleich mal ab. Und dafür übernimmt jetzt hier meine Kollegin Jannika. Hallo Jan. Hallo Jannika. Du beleuchtest heute die Propaganda einer bis an die Zähne bewaffneten Privatarmee, richtig? Ganz genau. Es geht um eine paramilitärische Organisation, Verschwörungsmythen und die Farbe Gelb. Heute geht es um euch, liebe Minions. Herzlich willkommen bei... Euer Stahl. Kids, die Minions. An alle Boomer, das sind quasi die Umpa-Lumpas der Gegenwart. Man kennt sie als kleine, süße, ovalförmige Wesen, die süchtig nach Bananen sind. Aber hinter dem unstillbaren Verlangen nach Bananen und dem quietschenden Auftreten verbirgt sich eine düstere Seite. Sie sind alle verschieden, aber verfolgen dasselbe Ziel. Dem unverbesserlichsten Meister zu dienen, den es gibt. Den Meister glücklich zu machen, war für dieses Völkchen das Wichtigste, was es gab im Leben. Die Minions sind ein Völkchen, welches den Meister glücklich machen will? Bei der starken Sehnsucht nach Autorität wundert es mich nicht, dass die Filme gerade in Deutschland so beliebt sind. Minions auf der Suche nach dem Miniboss 3D ist der in diesem Jahr in Deutschland am meisten besuchte Kinofilm des Jahres. Ich wette, wenn man die Minions-Filme in Schwarz-Weiß gucken würde, dann könnte man nicht genau sagen, ob da gerade ein Kinderfilm läuft oder ein Ausschnitt aus der Dokumentation, die wir letztens in Geschichte geguckt haben. Gruselig. Apropos Vergangenheit. Mit der nehmen es die Minions nicht so genau. In ihrem Propagandafilm Minions aus dem Jahr 2015 behaupten sie bei dem Bau der Pyramiden, bei den Schlachten von Napoleon und bei der Mondlandung dabei gewesen zu sein. Hä? Moment. Ist das da ein Filmstudio? Wow. Die Minions verbreiten also den Verschwörungsmythos, dass die Mondlandung in einem Filmset gefaked wurde? Aber zurück zum Lebenslauf der Minions. Da gab es ja schon eine große Lücke. Was habt ihr eigentlich zwischen 1815 und 1969 getan? Ende der 60er trafen sie das erste Mal auf Gro, als er noch ein Kind war. Das ist bestimmt der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit gemeinsamen Aktivitäten, wie einen Film im Kino schauen, in die Spielhalle gehen und Eis essen, oder? Nein, das ist der Beginn eines knallharten Angestelltenverhältnisses. Gar keine Frage, Leute, ihr seid wieder eingestellt. Boah, stelle ich mir ja schon irgendwie schwierig vor, so als Kindchef zu sein. Fällt einem bestimmt nicht immer leicht, die Grenze zwischen beruflichem und privatem zu ziehen. Okay, ganz schön weird. Seine Angestellten im eigenen Bett mitschlafen zu lassen? Aber da war Gro eben noch ein Kind. Als Erwachsener konnte er bestimmt besser die professionelle Distanz bewahren. Wirk, Gro, du gibst deinen Angestellten einen Gute-Nacht-Kuss? Hier muss schnell ein Compliance-Verfahren eingeleitet werden. Das geht gar nicht. Was für ein Laden ist das denn bitte? Ach so, stimmt ja. Ein Waffenlabor, eine Weltraumkommandozentrale und eine Marmeladenfabrik. Oder wie es in Köln-Ehrenfeld heißen würde, eine Marmeladenmanufaktur. Strange. Ganz schön radikaler Imagewechsel. Versucht Gro etwa von etwas anderem abzulenken? Gro! Gewalt unter den Angestellten und Arbeitsunfall nach Arbeitsunfall? Das ist ja die pure Hölle.
Die Minions brauchen dringend einen Betriebsrat. Und vielleicht mal ein, zwei Geländer. Oder ist das genau die Todesspirale zwischen Täter- und Opferdasein, die die Minions brauchen, um an das gemeinsame Ziel, die Weltherrschaft, zu gelangen? Auf mich machen sie ja keinen unglücklichen Eindruck. Gratis Party machen nach der Arbeit mit den ArbeitskollegInnen? Der Klassiker aller Startups, um die Belegschaft bei Laune zu halten. Und die Minions nehmen das Angebot dankend an. Aber die Minions sind nicht nur Grußangestellte. Nein, sie sind auch Grußsöldner mit einem riesigen Waffenarsenal. Da stellt sich mir als investigative Journalistin schon die Frage, wie finanzieren Gru und die Minions die ganzen Waffen eigentlich? Und den Fuhrpark? Und die ganzen Fixkosten bei dem riesigen Haus? Meine Recherche hat Folgendes ergeben. Finanziert werden die kleinen Helfer und ihr Meister von uns, den KonsumentInnen. Wir kaufen die hässlichen Karnevalskostüme. Wir lassen hunderte unlustige Kaffeetassen in den Lehrerzimmerspielmaschinen dieser Welt verkalken und schauen zu, wie ein Riesenkonzern nach dem anderen die Minions als Werbegesichter einsetzt. Ich finde, da hilft nur noch Boykottieren. Liebe Minions, ihr arbeitet für einen ekligen Meister, habt eine fantasievolle Geschichtsauslegung und macht Werbung für gottlose Konzerne. Und alles nur für ein bisschen Party? Ihr habt wirklich Eier aus Stahl. Und nächste Woche? Hey Arnold! Ja, hey Arnold! Schon mal darüber nachgedacht, dass du Helga Mixed Signal sendest? Check das mal! Du bist doch sonst immer so feinfühlig. Stahl. Kids!